Das Thema Gesundheit ist uns als Sparkasse Neuhofen schon seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Wir haben hier ein breites Angebot für unsere Kundinnen und Kunden, immer wieder zum Beispiel mit Vorträgen, so wie heute Abend, aber auch ein breites Angebot für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben als Sparkasse Neuhofen auch das Gütesiegel für die betriebliche Gesundheitsförderung, auch das ein Zeichen, wie wichtig uns das Thema Gesundheit ist. Heute Abend haben wir Frau Messner eingeladen. Frau Gertrude Messner ist eine Spezialistin auf dem Gebiet der Kräuter und der Heilkräfte der Kräuter, Heilkräfte der Natur. Und wir freuen uns, dass wieder so viele Menschen dieses Angebot, dieses Vortrags heute bei uns angenommen haben. Was hat Gertrude Messner animiert, sich so intensiv mit Kräuter zu beschäftigen? Nun, ich bin schon seit 35 Jahren ein Biobetrieb und mit den Kindern, also hauptsächlich die Kinder. Und dann immer wieder der Impuls von meiner Oma. Die hat mich dann letztendlich so motiviert, dass ich gesagt habe, ich will was mit Kräutern machen, das für meine Familie, für meine Tiere. Und das habe ich dann einfach umgesetzt. Über welche Kräuter werden Sie heute sprechen? Ich werde über die Neuhofener Kräuterin, die was ich im Feld draußen gefunden habe, und zwar über die Weberkarde, über die Klette, über den Waldmeister, über die Löwenzahn, dann habe ich Schafgarben, Gundelrebe habe ich gefunden und den Nelkenwurz. Wo sehen Sie die Vorteile von CPD? Nun, die Kräuterkunde deckt ziemlich viel ab von der ganzen organischen Geschichte und mir fehlt in der ganzen Therapie diese Selbstheilungskraft. Und dieses Cannabinoid hat diese Möglichkeit, diese Selbstheilungskraft in den Körper wieder einzustellen. Das ist jetzt leider verloren gegangen, schon zwei Generationen. Und deswegen ist dieses Cannabinoid, nicht das THC, sondern Cannabinoid, ganz, ganz wichtig für unsere Gesunderhaltung. Nun, Kräuter können von der Küche bis zur Kosmetik, bis zur Naturheilkunde, bis zum für Lebensfrohsinn, ja sogar bis zum Heiraten, weil ich kann ein Sympathiemittel nehmen und schwuppdiwupp sind wir verheiratet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden, ich darf Sie wieder einmal ganz herzlich sagen. Direktor Martin Sutter begrüßte und bat Gertrude Messner mit ihrem hochinteressanten Vortrag zu beginnen. Davon ein kurzer Ausschnitt. Also Löwenzahnblätter gegessen ist ganz, ganz wichtig, weil da einfach auch die ganzen Inuline, die Insulinstoffe, die Vorbildung, also wenn man keine Bauchspeicheldrüsenprobleme haben möchte, muss man Löwenzahn essen und nur mehr Löwenzahn essen. Ich hoffe, dass sich umgeht, dass man da so eine Sacke in der Hosentasche hat. Wo viele Mandeln haben die Sackerl drin? Was keiner? Das ist ja furchtbar. In dem Sackerl drin ist verschiedene Wurzeln, Löwenzahnwurzeln zum Kauen, Nussen sind drin, ganz wichtige Kürbiskerne für die Mandelleute, dann die Sonnenblumenkerne brauchen, damit man überhaupt, wisst ihr, dass man Kas nicht aufnehmen kann, wenn man keine Sonnenblumenkerne dazu isst? Ja, also da muss ich echt Sie haben ja in Brandenberg in der Nähe von Würgl in Tirol Ihren Bauernhof. Was erwartet die Menschen dort? Eine sehr, sehr naturbelassene Umgebung. Die Brandenberg ist bekannt von der Lungenflechte, das heißt eine von den gesündesten Dörfer von ganz Tirol. Bei uns am Hof gibt es dann den Kräutergarten, erstens einmal diesen auf einer Steinwand, das ist für die faulen Kräutergartenbesucher. Und die, was dann ein bisschen was marschieren und gehen wollen, die können dann im Kräutergarten selbst ein bisschen bewundern. Also ich circa 300 Pflanzen bei mir im Garten und noch mehr Sträucher und Wildpflanzen und Wildkräuter sind bei mir über alles übrig. Also Kräuter von Pflanzen und Bäumen begleiten mich das ganze Jahr. Sowohl in der Vegetationszeit nützen wir alle Kräuter, alle Pflanzen, was wir im Garten haben. Und wir haben es heute beim Vortrag wieder gehört, gegen jedes Leiden wächst eine Pflanze oder wächst ein Baum. Und wir versuchen auch in unserer Familie Schnupfenmittel, Hustenmittel selbst zu machen. Natürlich werden die Kräuter auch entsprechend eingefroren, dass wir auch im Winter diese hochwirksamen Naturwirkstoffe haben. Mir hat dieser Vortrag sehr viel gebracht und bin bestätigt, dass die Leute mehr Kräuter, mehr Pflanzen zu sich nehmen sollen und weniger Pharmaprodukte.
Also ich nehme mit, dass einfach so viel in der Natur wächst, dass man einfach nur in den Garten gehen muss und sich die Pflanzen und die Kräuter selber trocken kann und frisch verarbeitet. Ich denke, wir sollten viel mehr der Jahreszeit entsprechend was anbauen im Garten und unsere Natur auch pflegen und dementsprechend dann auch was ernten aus dem Garten, was uns an Kräuter zur Verfügung steht. Ich habe ja schon beim letzten Vortrag von der Frau Messner sehr viel mitgenommen und lebe das auch. Ich nehme Kräuter, ich gehe raus in den Garten und pflücke das. Meine Mama sagt oft, du bist schon wie eine Kuh. Aber alles, was in der Natur wächst, hält einen gesund und mir tut es gut. Und ich werde es auch weiter so machen. Und die Anregungen habe ich auch in Buchform. Also ich kann jederzeit nachschlagen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Sind Sie vielleicht die Nachfolgerin vom Kräuterpfarrer Weidinger? Ich war schon mal mit Kräuterpfarrer Weidinger in einer Fernsehsendung und wir haben es unheimlich gut verstanden.